Ja, und über die Vorladung des Bundesfinanzministers und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in den Finanzausschuss. Heute reden wir jetzt und zwar mit jemandem, der ihm sicher auch die eine oder andere Frage stellen wird. Fabio De Masi sitzt für Die Linke im Finanzausschuss. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bis zuletzt war ja unklar, ob sich Olaf Scholz für den Ausschuss zuschalten lässt oder persönlich kommt. CDU-Generalsekretär Ziemiak hat gesagt, wenn Scholz nicht selbst komme, sei das, Zitat, die nächste Entgleisung. Sehen Sie das ähnlich? Nein, ich halte das für ein bisschen Getöse, denn es ist ja auch die Union gewesen, die dieses Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU mit zu verantworten hat. Es war der frühere Finanzminister Schäuble, der die Geldwäschebekämpfung vom Bundeskriminalamt hin zum Zoll verlagert hat. Und die wollen davon jetzt natürlich ablenken, indem sie da großes Getöse machen. Es ist tatsächlich so, dass der Finanzminister das Recht hat, sich nur per Internet zuzuschalten. Nur wenn wir geheim tagen würden, dann könnten wir ihn herbeizitieren. Und ich habe natürlich als Mitglied der Opposition kein Interesse, diese Dinge in geheimem Format zu besprechen. Deswegen will die Union nur davon ablenken, dass sie eine ziemlich peinliche Bilanz hat bei der Geldwäschebekämpfung. Denn ich habe schon 2017 auf diese Zustände hingewiesen bei der FIU, die allererste parlamentarische Anfrage zu dem Thema gemacht. Die Union hat mich im Juni 2018 in einer Debatte angegriffen dafür, dass ich diese Zustände beklagt habe. Insofern sollten die den Ball jetzt sehr flach halten. Das heißt, Sie sagen, dass sozusagen die Union da die Fehler gemacht habe und der SPD-Kanzlerkandidat im Grunde nichts dafür kann? Nein, absolut nicht. Ich habe Herrn Scholz wie keinen Zweiten damit die ganzen Jahre genervt. Wir haben zahlreiche Anfragen gestellt. Wir haben einen eigenen Antrag zum Beispiel eingebracht, dass wir endlich eine Bundesfinanzpolizei in Deutschland brauchen, wo auch kriminalistische Expertise herrscht. All dies haben wir thematisiert. Aber es ist eben genauso verlogen, wenn dort jetzt die Schlammschlacht in der GroKo stattfindet. Ich finde, die eigentliche Frage sollte sein, wer die Geldwäschebekämpfung in Deutschland endlich so aufstellt, dass Deutschland nicht länger ein Paradies für Finanzkriminalität ist. Jetzt hat Olaf Scholz ja versucht, diese Vorwürfe zu entkräften und hat gestern im Triell beispielsweise gesagt, ja, ich habe ganz viele Leute neu eingestellt, ich habe IT wird jetzt eingesetzt etc. Hat Sie das denn überzeugt? Nein, das hat mich nicht überzeugt, denn das ist ja die alte Leier, die wir jetzt seit Jahren hören. Natürlich war es notwendig, mehr Stellen zu schaffen, weil sich zum Beispiel allein die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die Banken bei der FIU abliefern, verdreifacht haben in den letzten Jahren. Deswegen ist es natürlich normal, dass man auch mehr Stellen schafft. Das Problem ist aber erstens, welche Stellen wir schaffen. Wir haben keine kriminalistische Expertise bei der Financial Intelligence Unit. Die Kollegen in den Landeskriminalämtern sagen, wir müssen diese Verdachtsmeldungen häufig völlig neu aufsetzen, wenn wir da etwas von der FIU geliefert bekommen, weil es dort vorn und hinten nicht stimmt. Und deswegen brauchen wir tatsächlich eine integrierte Finanzpolizei in Deutschland und reicht es nicht, einfach mehr Stellen zu schaffen. Zweitens sagt Herr Scholz, er hätte die IT modernisiert. Er würde jetzt künstliche Intelligenz einsetzen. Etwas natürliche Intelligenz wäre manchmal auch ganz hilfreich. Die Zollbeamten, die lachen sich darüber schlapp, wenn die das hören. Wir haben immer noch das Problem, dass zum Beispiel etliche Verdachtsmeldungen gar nicht erst weitergeleitet werden mit potenziellen Straftaten, weil das Finanzministerium gesagt hat, wir machen einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Wir setzen also Risikoschwerpunkte, das ist erstmal legitim. Aber selbst die SPD-geführten Bundesländer haben gesagt, dadurch werden bestimmte potenzielle Straftaten gar nicht mehr weitergeleitet. Denken Sie an den Wirecard-Skandal. Da wurden Meldungen zu Bilanzmanipulation nicht weitergeleitet, weil man gesagt hat, das hat ja nichts mit Geldwäsche zu tun. Genau, ich kann auch nicht eine Leiche. Ja, um diesen Bereich genau wird es ja gehen heute auch, ne, im Finanzausschuss. Genau das, was Sie jetzt angesprochen haben. Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Baerbock, hat gesagt, sie wünscht sich heute Transparenz von Herrn Scholz. Was erwarten Sie? Erwarten Sie wirklich, dass da heute Licht ins Dunkel kommt? Naja, wir haben einen sehr ernsten Vorgang. Die Ermittler bei dieser Durchsuchung sind ja auch aktiv geworden, weil es wohl E-Mails gab, die ihnen zunächst auch vorenthalten wurden. Sie mussten immer wieder nachhaken, E-Mails von Führungskräften der FIU. Und dann eben auch eine Kommunikation zwischen dem Justizministerium und dem Finanzministerium, wo es darum ging, dass dieser sogenannte risikoorientierte Ansatz womöglich mit Billigung des Finanzministeriums dazu führe, dass bestimmte Hinweise auf Straftaten nicht weitergeleitet werden. Und da wollen wir natürlich Aufklärung vom Finanzminister. Wie gesagt, die SPD-geführten Bundesländer haben selber auch im Bundesrat darauf hingewiesen, dass dies womöglich ein verfassungswidriger Zustand sei. Denn ich kann ja auch nicht zur Feuerwehr gehen und eine Leiche melden. Und dann sagt die Feuerwehr,
tut uns leid, wir heften das ab, wir haben damit nichts zu tun, gehen Sie mal zur Polizei. Die müssen das natürlich genauso aufnehmen und die FIU tut genau das nicht. Sagt Fabio De Masi, er sitzt für Die Linke im Finanzausschuss. Vielen Dank für das Gespräch, da werden wir sehen, was heute rauskommt bei den Gesprächen. Vielen Dank. Vielen Dank.